Die Arbeitszufriedenheit ist in der Pandemie gestiegen. Warum? Weil viele Arbeitsbereiche, Aufgaben in Jobs sich verändert haben. Menschen konnten mehr zu Hause arbeiten. Die unwichtigen, langweiligen Teile von Arbeit sind eher weggefallen, weil man sich auf das Wesentliche konzentriert hat. Und Aspekte, die vorher im Arbeitsleben nicht so gern gesehen waren oder nicht so berücksichtigt wurden, wie die Frage nach der Gesundheit, Vereinbarkeit von Familie, Freizeit, konnten jetzt besser aufeinander abgestimmt werden. Und das hat insgesamt die Arbeitszufriedenheit gesteigert. Wie geht es jetzt aber weiter? Es hat nämlich auch viele Fragen aufgeworfen. Und die Hauptfrage in dem Arbeitsleben nach der Pandemie ist, sind diese Muster, nach denen wir arbeiten, überhaupt noch zeitgemäß? Wer bestimmt heutzutage, was Arbeit ist? Warum wird Arbeit, die zu Hause verrichtet wird, Haushalt, das Erziehen von Kindern, warum ist das keine Arbeit oder gilt nicht als Arbeit, obwohl es sehr arbeitsintensiv und auch sehr viele Kompetenzen braucht? Was schafft jemand, der den ganzen Tag am Computer sitzt und sinnlose Aufgaben verrichtet? Warum ist das Arbeit? Das lebenslange Lernen spielt auch eine größere Rolle als Teil der Arbeit, nicht nur als zweiwöchiger Bildungsurlaub. Und das Hinterfragen von Gatekeeper-Strukturen. Warum kommt man nur in bestimmte Jobs rein, wenn man einen bestimmten Abschluss hat, obwohl man die Sachen, die man in dem Studium für diesen Abschluss gelernt hat, dann vielleicht gar nicht braucht? Geht es nicht vielmehr um Kompetenzen, die man hat, um persönliche Werte und Fertigkeiten und Erfahrungen, die man in den Job einbringen kann? Es wird viel diskutiert auf Seminaren etc. Es ist noch nicht in der Arbeitswelt angekommen. Es wird aber jetzt höchste Zeit. Und dazu ein Gespräch mit einem Wirtschafts- und Arbeitsmarktexperten. Wir sprechen heute mit Wolf Lotter, Journalist und Autor. Hallo, Herr Lotter. Hallo, guten Morgen. Herr Lotter, Sie sind Mitbegründer der Zeitschrift Brand 1 und bis heute schreiben Sie dort die tonangebenden, einführenden Essays. Sie sind seit den 80er Jahren bekannt durch verschiedene Printmedien im deutschsprachigen Raum, österreichische Nachrichtenmagazin Profil, die Taz hier in Deutschland, Schweizer Sonntagszeitung. Und man kann wohl sagen, dass Sie in Ihrer Themenauswahl schon seit jeher sehr auch Pionierarbeit geleistet haben. Sie haben früher über Atomlobby geschrieben, über das Internet in den Anfängen des Internets und bis heute immer wieder über die Wissensgesellschaften. Ein Konzept, was zumindest nach meinem Dafürhalten noch nicht komplett angekommen ist in Deutschland. Und Sie setzen sich sehr für Selbstständigkeit ein, in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, in Ratgeberkreisen in Deutschland. Und 2016 wurden Sie mit dem Preis des Wirtschaftsjournalisten des Jahres ausgezeichnet. Sie schreiben sehr viel über Arbeit und Arbeitskonzepte und wie wir Arbeit verstehen. Nicht zuletzt auch in Ihrem Buch Strengt euch an, warum sich Leistung wieder lohnen muss, was ich sehr gerne gelesen habe. Welchen Stellenwert hat Arbeit aus Ihrer Sicht heute überhaupt noch? Also ich glaube nach wie vor den zentralen Stellenwert in unserer Welt, in unserem Leben. Arbeit ist das, worum sich letztlich alles rankt und nachdem sich auch alles, also die klassische Erwerbsarbeit, alles strecken muss und alles fügen muss. Ich denke sehr oft an den Satz von Hannah Arendt, wir sind eine Arbeitsgesellschaft, der allmählich die Arbeit ausgeht durch Automatisierung und die sich auf nichts anderes versteht. Das hat sie in den 50er Jahren geschrieben. Seither ist ja einiges Wasser geflossen, aber nach wie vor haben wir nicht gelernt, sozusagen Arbeit neu zu definieren. Und das ist die große Aufgabe dieser Zeit, denn viele der Probleme, die wir haben, haben exakt damit zu tun. Wir arbeiten nach wie vor noch in alten Organisationen und denken so, wie man vor vielen Jahrzehnten zu Recht gedacht hat, aber heute nicht mehr denken darf, nämlich in Einheit und nicht in Unterschied und Vielfalt. Mhm. Welches sind denn aus Ihrer Sicht nun die drängendsten Bedarfe zur Veränderung des Arbeitsbegriffes? Ja, also wir haben schon mal gesehen, dass in der Pandemie die Schwierigkeiten darin bestanden, obwohl ja sehr vieles sehr gut funktioniert hat, das muss man auch sagen, durch die Selbstständigkeit der Leute, aber wo sie nicht gegeben war in den Organisationen, weil Chefinnen oder Chefs zu autoritär waren oder zu viel Kontrolle ausüben auf ihre Leute oder einfach auch nicht gelernt haben, Leuten zu ermöglichen, ihren Menschen zu ermöglichen, mit denen sie arbeiten, selbstständig zu arbeiten. Da gab es massive Probleme. Wir haben gesehen, dass die
Arbeitsverhältnisse, das heißt die Umweltbedingungen, die Räume, die Büros nicht zeitgemäß sind, sie sind zu laut, sie sind zu sehr auf Massenveranstaltungen ausgerichtet. Also wir haben tolle Meetingsäle, aber keine vernünftigen, ruhigen Büros. Dasselbe gilt für die Wohnstätten, die natürlich überhaupt nicht dafür ausgelegt sind, dass Menschen dort konzentrierte Wissensarbeit machen können. Auch da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Das wäre ein wahnsinniges Konjunkturprogramm für alle, das gar nicht groß sozusagen angekündigt werden müsste. Wir müssten nur mal in die Zeit kommen, in der wir schon sind, nämlich Kopfarbeit wertschätzen und Wissensarbeit, das ist ja Kopfarbeit, als das nehmen, was es braucht, nämlich Konzentration und Ruhe und nicht laute für die Industrie und fürs Auto gebaute Städte. Optimalerweise, diese Konzepte von neuer Arbeit, New Work, gibt es ja schon seit einiger Zeit. Da scheint ja auch die Entwicklung hinzugehen und das höre ich auch aus dem raus, was Sie schreiben und sagen. Geht es ja jetzt mehr darum, Wissen, Konzentration und Kreativität als Arbeitsmittel einzusetzen, nicht so sehr Manuelles oder Aufgaben, die sich automatisieren lassen. Also könnte man sich vorstellen, dass in der Zukunft Manuelles eher automatisiert wird und wir als Arbeiter dafür zuständig sind, Ideen hervorzubringen bzw. Sachen zu durchdenken. Ist das so? Und wenn ja, für wie realistisch halten Sie das, dass Menschen das sozusagen auch machen? Es sind zwei sehr unterschiedliche Fragen, die Sie stellen. Das eine ist, ist es so? Ja, es ist schon lange so. Die klassische Industriegesellschaft hat ja diese Routinen geschaffen, in denen wir leben. Automatisierung und Industrie ist ja ein und dasselbe. Industrie heißt wörtlich übersetzt aus dem lateinischen Industria Fleiß. Es ist eine Fleißgesellschaft und Fleiß bedeutet, dass ich immer dasselbe tue, mit einer bestimmten Anstrengung, zuverlässig tue. Und da sind wir schon mitten sozusagen in der Zustandsbeschreibung unserer gerade deutschen Gesellschaft, die also eine sehr zuverlässige, eine sehr fleißige Gesellschaft ist, die sich aber sehr schwer tut, umzusatteln von einer Schiene auf die andere oder gar keine Schiene, dann sozusagen auf Freestyle. Die Kopfarbeit zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sich klar unterscheidet von dem, was Maschinen und Automaten machen können. Also die klassische alte Welt war, der Automat stellt etwas in immer größerer Stückzahl her, Massengesellschaft, Massenfertigung, eine Ökonomie der Quantität. Wissen hingegen Innovationen, Verbesserungen, Lösungen, die immer individueller werden in gesättigten Märkten, zumal in denen wir schon lange leben. Da geht es um Verfeinerung, da geht es um punktgenaueres Treffen und da geht es vor allen Dingen um das, was schon längst natürlich jetzt auch in die Ökonomie bestimmt. Es geht um Personalisierung und Individualisierung in sehr starkem Ausmaß. Und da sind wir weg von dieser Einheitsdenke, von diesem Fleiß, von diesem Hamsterrad. Also wenn man die zwei Bilder bemüht, die alte Wirtschaft war eine, die sich in Routinen gefallen hat, die natürlich viel Sicherheit geben, das muss man auch sagen. Wenn man immer dasselbe tut oder das Gleiche tut, dann hat man natürlich für sich selber das Gefühl, dass alles in Ordnung ist und dass dann die Normalität wiederkommt, so wie viele jetzt in der Pandemie sagen, wieder normal ins Büro fahren. Aber das kommt nicht mehr, weil wir sozusagen Technologien haben und über die verfügen und die natürlich auch nutzen, wo diese Routinen gleich generell von Maschinen, von Automaten, von Algorithmen übernommen werden. Und das ist ja eigentlich ganz gut so. Der Mensch soll ja etwas tun, was sich unterscheidet von dem, was Routine und Stupidität, auch Monotonie auslöst. Und das ist ja auch ein Wort, das für die alte Gesellschaft steht, dieses Monotone, das viele beklagen. Das löst sich jetzt auf in Vielschichtigkeit, auch in Mehrdeutigkeit, womit wir uns schwer tun. Also in all die Dinge, die uns natürlich zunächst noch verunsichern. Aber die Lernaufgabe ist, glaube ich, klar auf dem Tisch seit vielen Jahrzehnten. Das ist keine neue Entwicklung, dass wir lernen müssen, mit dieser Unterschiedlichkeit umzugehen, die wir selbst geschaffen haben. Also mit dieser Vielfalt umzugehen, die wir selbst geschaffen haben, um mit diesen Überraschungen, die darin beinhaltet sind, fertig zu werden. Sie schreiben in Ihrem Buch, Selbstständigkeit schafft robuste Systeme, die Krisen überstehen. Also im Prinzip Selbstständigkeit im Sinne von, ich übernehme Verantwortung für meine eigene Leistung, statt mit Fleiß das zu befolgen, was andere mir vorschreiben. Wie kann man, also Leistung nicht nur als Mitmachen, sondern als Selbstausdenken, sagen Sie in Ihrem Buch, glaube ich, auch. Das erfordert ja eine gewisse kreative Kompetenz, einen gewissen Willen auch, sowas zu tun. Den haben ja nicht unbedingt alle Menschen, oder?
Naja, ich weiß nicht, ob man auf die Welt kommt mit mehr oder weniger Kreativität. Ich wage das zu bezweifeln. Ich glaube, dass wir Systeme geschaffen haben. Das fängt schon im Kindergarten an, die stark auf Einheit, Mitmachen und Eingliedern ausgerichtet sind. Und das lernt man ja auch selbstständiger, selbst in meiner Position immer noch sehr, sehr stark, dass Nicht-Eingliedern stark bestraft wird. Durch keine Karriere machen, durch Ausgrenzung etc. pp. Auch durch das Denunzieren des Selbstständigkeitsbegriffes, der sehr alltäglich, das ist wieder sehr alltäglich geworden in den letzten Monaten. Aber gut, das sind nur Feststellungen, die zeigen, wie das System tatsächlich funktioniert und wie diese Kultur funktioniert. Sie hat Angst davor, dass es Abweichungen gibt. Und wenn ich Angst vor einer Abweichung habe, dann muss ich ja eigentlich logischerweise sagen, setze ich mich jetzt konkret damit auseinander, bin ich so offen, mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, und dann lerne ich relativ schnell, wo sie herkommt. Sie kommt daher, dass wir eine Kultur haben, die wir lernen und verbreiten, die sagt, wenn du nur das tust, was andere dir sagen, und wenn du nur das tust, was andere auch machen, dann ist alles gut. Und diese Mitläufer, das muss man so aussprechen, wie es ist, diese Mitläuferkultur, die in Deutschland sehr stark verbreitet ist, nicht nur in Deutschland, aber sehr stark verbreitet ist und die sehr gut zur Industriegesellschaft passt, die müssen wir abschütteln und loswerden. Sonst können wir unsere Transformation, egal auf welcher Ebene, vergessen. Das sehen wir ja. Und Transformation ist ja nicht nur der Umbau im ökologischen Bereich, das ist auch der Umbau in der Organisation, die ja für die Fabrik geschaffen worden ist, wo die Leute heute so ins Büro gehen, wie sie früher zum Fließband gegangen sind. Es geht darum, Selbstverantwortung in eine Gesellschaft zurückzuholen, wo sie fast rückstandsfrei entfernt wurde über viele Jahrzehnte, durch übrigens alle politischen Systeme. Das ist das Spannende hinweg. Also das waren nicht nur die Tyranneien und Diktaturen, die das besonders gefördert haben, dass die Selbstständigkeit und die Selbstbestimmung dezimiert wird, sondern auch die Systeme, die ihnen gefolgt sind, weil sie alle davon ausgegangen sind, dass der Mensch nicht in der Lage ist, selbst zu denken. Ich bestreite das. Ich glaube, dass alle Leute auf allen Bildungsebenen übrigens, das ist keine Elitengeschichte, Wissensarbeit, auf allen Ebenen in der Lage sind, selbstbestimmt zu entscheiden, selbstbestimmt zu denken. Ich habe in einem langen Leben bisher immer erfahren, dass es nicht unbedingt die sind, die auf den besten Schulen waren und die besten Ausbildungen hatten, die autonom denken und die selbstbestimmt denken, sondern die, die sich in ihrem Leben mit der Frage auseinandergesetzt haben, was sie wirklich, wirklich wollen, um Fridtjof Bergmann zu zitieren, den Vater von New Work, die sich also mit sich ins Reine gekommen sind und nicht anderen nachlaufen. Und das eine hat mit dem anderen enorm zu tun. Also insofern ist die Selbstständigkeit oder das Private natürlich politisch, wie die 68er gesagt hätten, und zeigt uns ganz, ganz klar, dass wir lernen müssen, auch umzugehen mit dem, was wir brauchen und wo wir hinwollen. Und wenn das Batu nicht möchte, wenn er gerne sozusagen sich eingliedern möchte, ja, dann lasst sie doch einfach dort, wo sie sind. Das ist, finde ich, zum Beispiel in Organisationen einen wichtigen Rat. Lasst die, die von 9 bis 5 tun wollen, was sie wollen, lasst sie das tun, aber fördert die, die mehr machen wollen. Fördert die, die selbstständig arbeiten, fördert die, die die Organisation voranbringen, indem sie zweifeln, gute Fragen stellen und neue Lösungen suchen. Das muss geschehen in Deutschland. Also nicht das Mitlaufen belohnen, sondern das Andersdenken belohnen. Und Selbstbestimmung ist ja auch nicht nur verbunden mit viel Arbeit, mit Anstrengung und mit Hürden überwinden, sondern es schafft ja viel Freiheit. Es hat ja mehr Vorteile, wenn man selbstbestimmt handeln kann, wenn man selbstbestimmt arbeitet, dann bringt das ja auch eine unglaubliche Power, ne? Also eine sehr viel Kraft, aus der man schöpfen kann. Das kann ja vermutlich jeder Selbstständige bestätigen. Jetzt zum Thema Zeit, das ist ja das Thema dieses Kanals auch. Zeit ist ja kann ja ein Segen sein, kann aber auch ein Hindernis sein. Und wenn wir jetzt darüber denken, wie schaffen wir es, von einer Mitläufergesellschaft zu einer Leistungsgesellschaft zu kommen, in der es um Selbstbestimmung und Leistung im wirklichen Sinne geht, wie spielt der Faktor Zeit damit rein, aus Ihrer Sicht? Denn Zeit ist da und macht unsere Zeit endlich, also die Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Wie stehen Sie zu dem Zeitbegriff? Das ist ein extrem guter Punkt. Ich glaube, dass wenn man früh genug darüber nachdenkt, dass man ein begrenztes Zeitbudget hat, ja, im Leben, und das tun ja Menschen früher oder später irgendwann mal, und bei diesem Gedanken dranbleibt, dann wird man umso energischer und widerständiger werden, glaube ich, in der Durchsetzung der eigenen Selbstbestimmung und der eigenen Freiräume. Zumindest ist das eine Tendenz, die ich erkenne bei Menschen, die darüber nachgedacht haben, dass es endlich ist und dass es nicht immer wieder eine Wiederholung dessen gibt, was es sozusagen das Leben vorlegt. Also es gibt ja diesen wunderbaren Film, täglich grüßt das Murmeltier,
wo der ständig morgens aufwacht, das passiert immer dasselbe, bis er sein Verhalten ändert, das heißt seine Grundeinstellung ändert und dann geht die Uhr weiter. Das finde ich eine schöne Analogie auf das, was wir im Grunde genommen tun. Wenn ich weiß, dass ich bestimmte Zeitbudgets habe, dass mein Leben endlich ist, dass ich auch den Tag sozusagen so nutzen muss, wie ich ihn für richtig halte für mich, dann werde ich mich gründlicher und fundamentaler mit der Frage auseinandersetzen, regelmäßig, was ich will und wo ich hin will. Und das verändert die Welt, das verändert auch die Gesellschaft und das verändert auch den Wert Selbstbestimmung. Ich sage jetzt nicht auf allen Ebenen, versuche zumindest unideologisch zu sein, das ist ja immer nur ein Versuch, den man machen kann, weil ich nicht glaube, dass alle dann schon bewusst durchs Leben gehen. Aber Zeit bedeutet ja in erster Linie, dass ich mir auch eine Strecke nehme, wo ich mich herausgefordert fühle, dass ich das in einer bestimmten Zeit schaffe, dass ich auch Veränderungen durchführe in meiner Lebenszeit, gleichzeitig aber auch den Gleichmut habe, das ist wichtig, zu wissen, dass dieses Projekt, dem wir gerade unterliegen, keins ist, das übermorgen auf Twitter abgestimmt ist und übermorgen auf Facebook schon stattfindet, sondern dass es sehr, sehr lang dauert und dass wir gut dieses Jahrhundert beschäftigt sind, um Transformation zu mehr Selbstbestimmung umzusetzen. Also Geduld spielt auch mit rein. Ja, ein ganz wichtiges Wort. Geduld Zeit zulassen. Geduld ist, glaube ich, ein zentraler und unterschätzter Begriff unserer Zeit. Ich selbst bin ein ungeduldiger Mensch, der gelernt hat, also das ist dann sozusagen die Vernunft, die einem auch manchmal aufgezwungen wird, dass Geduld eine ganz entscheidende Frage ist und dass man dann auch in einem nicht negativen Sinne sich selbst gerecht werden muss, indem man über viele Jahrzehnte hin sieht, dass es diese Veränderungen zum Besseren gibt. Es gibt nur eben ein Hin und Her. Es gibt manchmal auch ein paar Schritte zurück. Die erleben wir, glaube ich, gerade in der Pandemie, weil die Leute Angst haben. Aber es wird dann wieder ein großer Schub nach vorn stattfinden. Aber nichts geht nach so vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden sozusagen der Vereinheitlichung der Ideen, der Ideologien, der Religionen, der Gesellschaften, der Kulturen jetzt in Richtung Individualisierung in einem Moment. Das geht nicht so schnell. Und deshalb gibt es ja auch so viele, die den Begriff denunzieren dürfen, heute von allen Seiten. Aber wir werden das sehen. Oder unsere Nachkommen werden das sehen. Ein Begriff, den Sie auch in Ihrem Buch strengt euch an aufwerfen, den ich interessant fand, ist der Begriff der Kontextkompetenz. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, dann heißt das, wir bewegen uns in allem, was wir tun, nicht in einem luftleeren Raum. Wir sind nicht allein, sondern es geht darum, das, was man tut und was man plant und was man auf die Schiene setzen will, auch in Zusammenhang stellt zu dem, was schon da ist. Ja. Können Sie dazu noch was sagen? Also der Begriff ist ein zentraler Begriff meines Buchs Zusammenhänge, das 2020 erschienen ist, wo es im Wesentlichen darum geht, um einen Satz von Konrad Paul Lissmann, den ich da im Vorfeld zitiere, also ins Buch einsteige, in einer Welt der Spezialistinnen und Spezialisten, in der wir längst leben, in dieser hohen Arbeitsteiligkeit, Wissen nicht nur zu haben, ja, und daneben man versteht nichts mehr, sondern auch teilen zu können. Also Wissen muss man nicht nur verstehen, sondern auch teilen können. Erst dann können wir überhaupt darüber reden, dass Wissen produktiv wird, im Sinn von Peter Drucker, wenn wir den Wald und die Bäume wiedersehen. Und das heißt ja nichts anderes, als dass wir nicht nur das, was wir tun, sehen, sondern das auch teilen können und dazu beitragen, dass dieser Stock an Wissen für andere auch nutzbar wird. Also das Teilen von Wissen ist sozusagen die Vermehrung der Ressource. Und Kontextkompetenz bedeutet schlicht und ergreifend, dass ich erzählen kann, worauf ich hinaus will. Ja? Also wenn ich einfach sage, Freiräume, Selbstbestimmung, mehr Effizienz, dann sind das so Schlagwörter, die im Grunde genommen nichts bringen, wenn ich nicht dazu sage, Freiräume für das, was ich tun will. Was will ich wirklich, wirklich tun? Darum ist ja dieser Satz von Bergmann so groß, glaube ich, nach wie vor. Das ist sehr perfide, weil er eine unglaubliche Leistung abverlangt, aber gleichsam auch das Verstehen wollen, das Stehenbleiben wollen und zu sagen, wie ist denn diese Welt beschaffen? Und da muss man auch lernen. Ich glaube, dass wir ein arges Problem mit der Allgemeinbildung haben. Wir haben sehr viele Spezialisten, aber wir haben eine schlechte Allgemeinbildung. Wir haben die humanistische Bildung verlassen, die uns eigentlich beigebracht hat, was zu lernen, was über unseren Horizont hinausgeht. Das war der Sinn der Sache. Und das hat natürlich eine viel größere Wirkung in einer Gesellschaft, in der Wissen so intensiv ist und Komplexität so groß ist,
dass wir gar nicht anders können, als sie zu erschließen. Wir können nicht immer nur sagen, weniger ist mehr und die Augen zu und durch. Das machen die Deutschen wahnsinnig gerne in den letzten Jahrzehnten. Und deshalb verlieren wir den Anschluss an alle Schlüsseltechnologien seit vielen Jahren, weil wir einfach sagen, ach, das machen wir sowieso schon. Die anderen, das geht uns gar nichts an, das müssen wir gar nicht wissen. Ökonomie, Technologie, Digitalisierung, die Art und Weise, wie Organisationen umzubauen sind, das sind für mich das Grundwissen, das jeder Mensch haben muss, wenn er erwachsen ist zumindest, um sich vorzustellen, in welcher Welt er lebt. Und dazu gehört natürlich dann auch eine Schulbildung, die darauf abzielt, dass man nicht mehr in so eindeutigen Mustern, da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, denkt, wie wir das bisher tun, sondern zulässt, dass es Dinge gibt, die man bis jetzt noch nicht kennt und wo man Komplexität erschließen muss, um sie zu verstehen. Das tun Wissenschaftler und Forscher jeden Tag. Und wenn das eine Wissensgesellschaft ist, dann müssen wir auch Experimente zulassen, müssen wir Versuche zulassen und müssen schauen, dass es Alternativen gibt zu Wegen. Das Wort der Alternativlosigkeit, das die letzte Regierung ja so gekennzeichnet hat, ist eine Katastrophe. Ja, ist eine Katastrophe fürs Land, ist eine Insolvenzansage erster Güte und wird zu oft gesagt. Ja, also es gibt immer eine Alternative und es gibt meistens sogar Alternativen, also viele andere Möglichkeiten und die muss man oder sollte man kennenlernen, bevor man vorschnell behauptet, man habe schon den Königsweg. Mhm. Gut, also wir benötigen Kreativität, Mut zu Neuem, Geduld auch und jetzt Zusammenhang dessen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch die Bereitschaft zu kooperieren und in Zusammenhängen zu denken. Meine letzte Frage an Sie, wenn wir jetzt an die Person denken, die im Hamsterrad tritt und sagt, okay, ich möchte das alles machen, das erscheint mir sinnvoll, aber ich habe keine Zeit, ich muss Geld verdienen, ich muss mich um meine Familie kümmern, irgendwie komme ich aus diesem Hamsterrad nicht raus. Wie sehen Sie persönlich die Perspektive für das Individuum in Zukunft, mehr selbstbestimmt Lebens- und Arbeitszeit zu gestalten? Also ich sage jetzt ganz was Hartes, statt zweimal im Jahr nach Mallorca zu fahren oder Ähnliches oder Abenteuerurlaub zu machen oder Alternativurlaub zu machen, die Zeit verwenden, was man mit seinem Leben machen kann und auch das Geld verwenden sozusagen dafür, nachzudenken, wie man sein künftiges Leben gestaltet, um aus dieser selbstgeschaffenen Unmündigkeit, um Kant zu zitieren, wo man dann auch seine Familie noch in Geiselhaft nimmt und sagt, ich habe ja Kinder oder ich habe ein Kind und ich bin verheiratet, muss Miete zahlen, jetzt muss ich das alles tun. Ich höre das seit vielen Jahrzehnten und ich sage Ihnen was, das wirkt natürlich auf mich selber auch. Ich habe auch große Veränderungen in dem Jahr vor. Und ich weiß das, ich weiß, wovon ich rede, ohne Netz und doppelten Boden. Und genau das ist das, wo wir dann auch schwach werden und wo wir dann auch aufhören, darüber nachzudenken, wie wir unser Leben gestalten können. Wir können aber. Wir können es, wenn wir sozusagen unsere Kräfte, unser Vermögen, unser geistiges Vermögen, unser materielles Vermögen darauf konzentrieren, zu sagen, wie schaffe ich mir mehr Freiräume? Ja, und nicht, wie schaffe ich mir Abhängigkeiten und dann warte ich auf die nächste Beförderung. Also man ist natürlich dafür verantwortlich, wie es läuft und man ist natürlich auf allen Ebenen dafür verantwortlich. Ich glaube die Geschichte nicht mehr, dass man so unter Druck steht, dauerhaft, dass man das nicht kann. Man kann partiell mal das Problem haben, dass man sagt, okay, ich muss jetzt so viel Geld verdienen, dass ich dann die Miete zahlen kann und das und das und das tun kann. Aber langfristig habe ich auch die Verpflichtung, darüber nachzudenken, in welchem Leben ich mich befinde. Wir leben nicht mehr im Zeitalter, in dem wir das Schicksal einfach hinnehmen dürfen. Und wenn man sein Leben als Schicksal denkt, dann hat man schon verloren. Herzlichen Dank, Herr Lotter. Ich danke Ihnen. Drei Gedanken zur Diskussion. Erstens, Arbeit kann selbstbestimmter Teil des Lebens sein. Zweitens, es lohnt sich, sich von Vorurteilen über Arbeit freizumachen. Und drittens, Arbeit lässt sich von institutionalisierten Konzepten zu Raum und Zeit entkoppeln. Wenn Sie dazu mit uns diskutieren möchten, machen Sie einfach einen Kommentar hier unter diesem Video oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Bis zum nächsten Mal.